Hallo ihr Lieben, ja, ich begrüße euch zu diesem Video. Es ist ein Nachfolgevideo. Ich muss mal kurz dazu was erklären. Ich habe ein Video gedreht, das sollte eigentlich ein Notfallvideo, das hört sich ja irgendwie bescheuert an. Wie soll ich das erklären? Es soll ein Video sein, wenn ich mal keine Zeit habe. Da kann ja mal vor, also es wird wohl mal auch vorkommen, dass ich mal, was weiß ich, vielleicht, dass man mal irgendwie erkältet ist oder dass man mal im Urlaub ist oder dass ich mal einfach keine Zeit habe, wegen allem Möglichen, warum auch immer, ja. Und ich mal eine Woche, zwei Wochen oder länger, was weiß ich, mal kein Video drehen kann. Und da habe ich mir überlegt, ich drehe mal irgendwie Videos vor, die ich dann eventuell hochladen kann. Aber das Video wollte ich euch jetzt trotzdem jetzt schon hochladen, weil es ist eigentlich so, dass ich inspiriert bin von einem Stofffoto. Ja, ich habe gestern auf Facebook gesehen, wie heißt der Account nochmal? Ich glaube, sie hat den Namen geändert. Ich glaube, war das Kerstin Groß? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich grüße dich an der Stelle auch, wenn du überhaupt meine Videos schaust, das weiß ich nicht. Kreative Gemischtwarenladen heißt es, glaube ich, jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch einen doppelten Account hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sie hatte wohl irgendwie aus einem Ausverkauf sehr viel Stoff erworben. Und unter anderem hatte sie auch einen Stoff mit Notenblättern, also mit Noten drauf. Und das fand ich so schön. Und dann wisst ihr ja, bei mir ist es so, dann rattert das in meinem Köpfchen und dann überlege ich mir, wie kann ich das auch machen, ohne mir das jetzt zu kaufen oder irgendwie zu bestellen. Ja, und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, ich habe ja noch mein Bügelpapier. Genau, so fing das jetzt an. Und dann habe ich mir Stoff hergestellt wieder mal. Und das möchte ich euch jetzt einfach nochmal zeigen. Ich nehme euch jetzt einfach nochmal mit. Ich hoffe, ihr habt da nicht irgendwie schon genug von gesehen. Aber es ist ja auch immer, Entschuldigung, es ist ja auch immer mir wieder was Neues. Ich trinke gerade auch Kaffee, weil ich habe mich in meinem ersten Video, was ihr nachher auch noch sehen werdet, heute gibt es wahrscheinlich dann zwei Videos. habe ich mich verschluckt am Anfang, weil ich einen Bonbon gelutscht hatte. Und jetzt trinke ich Kaffee, obwohl ich gesagt habe, ich will jetzt im Video eigentlich nichts mehr trinken oder einen Bonbon lutschen. Aber ich muss jetzt leider, und nicht leider, ich muss jetzt einen Kaffee trinken, weil sonst, ja, ich muss jetzt den Kaffee trinken. Ich schlafe da nicht ein, aber nun ja. So, was ich in meinem ersten Video, was ihr, oder im zweiten, was ihr heute noch sehen werdet, zeige, ist hier das. Wie ich das gemacht habe, werde ich euch in diesem Video dann gleich zeigen. Ich habe hier meterweise, habe ich mir jetzt hier Stoff hergestellt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Und dann ist mir eingefallen, ich bin ja vergesslich manchmal. Und dann ist mir eingefallen, dass ich wirklich vergessen habe. Ich wollte unbedingt auch ein Notenpapier machen. Nicht ein Notenpapier, ein Notenstoff. Wie gesagt, das kann man sich auch eigentlich relativ leicht selber machen. Da muss man nicht allzu viel Geld für ausgeben. Ihr braucht einfach alten Stoff, den ihr gerne benutzen wollt. Und dann braucht ihr dieses Bügelpapier von Action. Das müsste es eigentlich noch geben. Wenn nicht, sowas bekommt man immer mal irgendwie auch, ja. Und dann könnt ihr euch dann eure Noten und alles Mögliche, was ihr noch gerne braucht, da drauf haben wollt, ausdrucken. Das war jetzt meine Idee, wie ich mir dieses schöne Notenpapier, ich sage immer Notenpapier, diesen Notenstoff selber machen kann. So, und das habe ich jetzt leider in dem ersten Video vergessen und darum muss ich jetzt nochmal ein neues drehen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Es ist jetzt auch nicht so lange. Wahrscheinlich wird es dauern, weil das geht ja recht zügig. Ich habe mir überlegt, ich werde mir jetzt dieses Bild da drauf projizieren. Und dann werde ich es aber noch ein bisschen verzieren. Ich hoffe, dass das so einigermaßen hübsch aussieht dann.
Was ihr also, wie gesagt, braucht, ist euren Stoff, den ihr gerne verwenden wollt. Ihr könnt euch einfach alte Bettlaken einfärben mit Kaffee. Ihr könnt auch vielleicht auf dem Flohmarkt alte Stoffe kaufen, günstig. Ich habe mir mal, das zum Beispiel ist eine riesige eukalyptusfarbene Tischdecke. Die habe ich, glaube ich, für 3 Euro auf dem Trödelmarkt gekauft. Und oder alte Bettwäsche, wenn ihr irgendwas habt, oder alte Gardinen oder wie auch immer. Sowas könnt ihr halt alles benutzen. Und es kann auch sein, dass es ein bisschen turbulent wird. Meine Katzen sind auch jetzt wach, weil wir haben, wie gesagt, jetzt das zweite Video, was ich heute drehe. Ja, so. Ihr braucht dann noch dieses Bügelpapier von Action oder wo auch immer ihr das her haben wollt. Da kopiert ihr dann einfach eure Bilder drauf, die ihr gerne auf den Stoff projizieren wollt. Ich habe jetzt halt dieses Notenpapier genommen, weil, warum, so kann man sich ja auch den Stoff schön selber machen. Meine Batterie ist schon wieder, glaube ich, hoffentlich reicht das noch. Ja, ich höre jetzt mal auf zu reden, beziehungsweise wir fangen einfach jetzt mal an, nicht, dass noch die Batterie leer geht. So, genau, das druckt ihr dann da drauf und dann braucht ihr das eigentlich nur noch auf diesen Stoff bügeln. Ne? Mein Bügeleisen ist auch noch nicht an, Moment. So, ja, wie das mit diesen Bügelbildern und so weiter funktioniert, das habe ich euch ja schon in einem anderen Video, auch in dem nächsten Video, was jetzt gleich hochgeladen wird, erkläre ich es auch nochmal genau und ich habe auch schon andere Videos dazu gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich es. Genau. So, nehmt ein altes Bügeleisen, weil... ich weiß nicht, ob man das vielleicht, wenn mal was drankommt, wieder abbekommt. Besser wäre, wenn ihr ein altes benutzt. Und eure Bilder. So, und dann geht es einfach schon ganz einfach los. Ihr nehmt den Stoff, der sollte eigentlich relativ glatt gebügelt sein. Ja, kann man da nochmal so drüber gehen. Die Stufe ganz hoch, die heißeste Stufe. Ich glaube 180 Grad oder so sind das dann. So, das ist jetzt auch einfach, ja gut, das ist jetzt nicht der qualitativ hochwertigste Stoff, das ist jetzt so, so ein altes Bettlaken, das ist mit Kaffee und allem möglichen eingegruncht und ja, ihr könnt eigentlich, glaube ich, fast jeden Stoff benutzen dafür. So, hier ist irgendwas drunter, nicht, dass das irgendwie dann eine Beule gibt oder so. So, genau, dann das Bügeleisen ist aufgeheizt. Jetzt möchte ich gerne dieses Notenpapier hier drauf haben. Und dann möchte ich das noch ein bisschen schöner verzieren. Und da habe ich mir schon so Blumen auch auf dieses Papier gedruckt. Da könnt ihr ja auch wirklich alles, was ihr so in eurem Fundus habt, kopieren. Servietten zum Beispiel mit Blumenmustern, Tapeten. Oder halt einfach auch aus Büchern, Bilder, was ihr da so habt, könnt ihr da drauf kopieren. Gut, es ist ein bisschen Kopierfarbe natürlich immer, ist auch nicht gerade günstig, ne? Aber es ist immer noch viel günstiger, als wenn ihr jetzt wirklich so Meterware Stoff kauft, ne? Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied, ne? Genau. So, jetzt bügele ich diese Noten einmal so da drauf. Ich überlege gerade noch, ob ich es so bügel oder so. Ich glaube, ich mache es so, weil dann habe ich hier ungefähr so ähnlich, so eine, nicht, ist auch nicht gleich groß, aber es sieht, ich glaube, ein bisschen harmonischer aus dann. So, dann mit der höchsten Stufe das einfach da drauf bügeln. Und das soll man das in so kreisenden Bewegungen von oben nach unten bügeln. Und ganz wichtig, weil hinterher ärgert ihr euch, wenn das nicht richtig aufgebügelt ist, die Ecken.
weil ich habe das hier bei dem einen auch gehabt. Das bekommt ihr nicht mehr richtig da drauf gebügelt dann. Die Ecken, die müssen also auch richtig ordentlich eingebügelt werden. Ihr könnt das Bügeleisen auch einfach mal so auf den Stellen stehen lassen. Das ist nicht schlimm, das macht nichts. Also nicht allzu lange, aber ein paar Sekunden. Gerade an den Ecken und den Kanten. Ja, und das dauert dann, das soll man so ungefähr eine Minute machen. Meistens bei so kleineren Bildern, da geht es eigentlich auch schneller. Aber hier soll es ja jetzt auch gut funktionieren. Ich hoffe, ihr seid dann trotzdem gleich noch neugierig auf mein anderes Video. Das geht ein bisschen länger. Ja, weil ich mache da wirklich, ich mache da zwei Varianten. Aber könnt ihr ja dann selbst entscheiden und sehen, ob euch das noch interessiert. Also ich finde ja, so Stoff kann man ja auch nicht genug haben, ne? Kann man ja immer gut gebrauchen. Gerade Stoffcover sind wirklich auch, finde ich auch immer super toll. So, das Ganze muss jetzt abkühlen. Ich habe jetzt hier kühlere Stellen, da lege ich das mal so ein bisschen beiseite. Boing, 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 boing. So, in der Zwischenzeit schneide ich mir jetzt mal hier so diese Blumensträuße aus. Wie wollte ich es denn machen? Ich wollte sie einzeln aufbügeln, glaube ich. Ne? Das werde ich auch wahrscheinlich so machen. Dafür schneide ich das jetzt so ein bisschen aus. Das muss auch gar nicht so ordentlich fassikatmäßig geschnitten werden. Weil diesen weißen, das Weiße sieht man hinterher nicht mehr. Und auch hier so eine, das ist jetzt nicht gerade die perfekte Kopie geworden, ne? Weil ihr seht, das passt, hat nicht alles auf dieses Papier gepasst. Im Endeffekt habe ich tatsächlich nur einen einzigen perfekten ganzen Blumenstrauß drauf gekriegt. Ja, ich habe es ein bisschen schluderhaft kopiert. Aber ich sag mal so, es ist gar nicht mal schlecht, weil so kann ich das so ein bisschen gestalten, dass es halt auch irgendwie so aussieht, als wenn es hier halt so nicht ganz drauf ist, wenn ihr versteht. Aber das seht ihr gleich, was ich meine. Zum Beispiel hier so eine Ecke, ne? Das ist zwar jetzt so, denkt man, ja, es ist blöd, dass das nicht richtig so drauf ist, aber wenn ich jetzt das so da drauf mache, gleich, werde ich es wahrscheinlich hier so in die Ecke setzen. Ne? Und dann könnte es sein, dass es halt auch ganz gut aussieht dann, ne? Ja, hoffe ich doch mal. So, mal eben kurz gucken, ob das schon reicht. So, jetzt muss man das vorsichtig abziehen. Das ist nicht ganz so einfach, weil das ist wie dann wie so ein Sticker. Da muss man gucken, dass das irgendwie mit da drauf bleibt, das Material. Hier ist es jetzt so. Und dann kann man das aber, ja, das meine ich hier. Da, das sind die Kanten. Die müssen richtig schön drauf gebügelt sein, sonst das bekommt man hinterher nicht mehr so gut da drauf. Also lasst es lieber ein bisschen länger liegen als zu kurz. Gerade bei so einem großen Motiv ist es ein bisschen schwieriger, als wenn ihr so kleine Bildchen habt, ne? So.
ist ganz schön heiß. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Jetzt ist etwas besser. Ja, es muss noch abkühlen. Wenn's, muss auch richtig schön abkühlen. Wenn ihr dann hier so eine heiße Fläche habt, könnt ihr das irgendwie dann noch woanders hinlegen, auf eine kalte Tisch oder auf dem Boden, auf einen Fliesenboden oder was, ne? Dann kühlt es schnell ab. So. Und dann kann man es auch eigentlich ganz recht einfach abziehen. Ja. Das ist nicht richtig. Ja, okay. Ja, hier ist es nicht richtig gebügelt, ne? Da seht ihr das. Das ist sehr hell weiß da. Ich gucke mal, ob ich das noch hinkriege. Kann man das vielleicht einmal so umdrehen und mit dem Papier und dann von oben den Stoff, also von der anderen Seite den Stoff bügeln. Ihr dürft jetzt nicht mehr auf diesem Motiv bügeln, weil sonst das geht dann ab und schmilzt euch an das Bügeleisen, ne? Also dann bitte das einmal nur umdrehen. Ich glaube, das geht dann nicht mehr so gut. Immer schön abkühlen lassen. Ja, ein bisschen besser, aber also am besten ihr macht es direkt von vornherein richtig gründlich mit dem Bügeleisen drauf, ne? Also immer schön die Kanten und Ecken bedenken. So, ja, aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber was mir jetzt nicht so gut gefällt, sind halt hier so, ich hätte es besser abgeschnitten. Hier die, kann man das überhaupt sehen? Hier diese Ränder, ne? Habe ich jetzt nicht dran gedacht hier. Da habe ich jetzt so den Rand von dem Papier. Wenn ich das abgeschnitten hätte, dann würde ja direkt das Blatt anfangen, ne? Naja, gut. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Vielleicht kriege ich es jetzt irgendwie mit dem Motiv noch etwas schöner hin, wenn ich das hier so drauf da kann ich auch nicht mehr drüber bügeln, ne? Muss ich aufpassen dann. Ja, so ist es jetzt halt, ne? Aber da müsst ihr dann drauf achten, wenn ihr das auch mal machen wollt, dass ihr so die Ränder beachtet, ne? Weil ihr seht das natürlich alles schön dann auf dem Stoff. Naja, ist jetzt nicht so tragisch. So. Genau, und jetzt möchte ich das halt noch, ist ja eigentlich jetzt auch, jetzt überlege ich gerade, jetzt habe ich überlegt, wie ich es drauf bügeln soll, so oder so, aber wenn ich es jetzt so drehe, ist es eh, ist es auch so, ne, also hätte ich es eigentlich egal wie rumbügeln müssen, blöd, nun ja, ja, das ist dann beim Videodrehen, ne, da denkt man nicht so richtig über alles nach, genau. So, jetzt bügel ich mal diese Blumen, so habe ich mir gedacht, so ein bisschen hier dran oder so rum, ne, dass die besser so rum, dass die jetzt so da drauf sind. Vielleicht sieht das ganz schön aus. Kann auch sein, dass es mir nicht so gut gefällt. Schauen wir mal. Jetzt muss man halt aufpassen, dass man nicht mehr an dieses Bügelbild kommt. Was schon drauf ist, muss ich nochmal drehen hier, dann kann ich das besser machen. Ich mache es mal so und das kleine lege ich auch noch hier hin. So.
Oder das verwahre ich. Das verwahre ich für diese Ecke da oben. So, ich bügele jetzt erstmal das drauf, ob mir das überhaupt gefällt. Es ist vielleicht besser, wenn ihr das auch einzeln macht. Weil wie gesagt, dann müsst ihr nämlich aufpassen, dass ihr jetzt hier nicht mehr dran kommt. Sonst geht es kaputt. Gut, hier bei dem Rand wäre das jetzt vielleicht, ich probiere mal, wie es dann, ob das dann irgendwie noch verschmelzen kann. Ja, guck mal. Hier könnte ich das so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das? Den Rand so ein bisschen wegbügeln. Das könnte klappen. Ich weiß allerdings nicht, was das für Rückstände hier hinterlässt, aber das kriegt man wahrscheinlich mit Akkupatz dann wieder weg. Gut, das mache ich vielleicht mal noch. Hier geht es besser mit der Kante. Ja, schauen wir mal. Mache ich vielleicht später noch irgendwie weg. So. Müsste jetzt auch wieder reichen. Ja, machen wir einfach mal hier in der Ecke weiter mit dem. Eckbild. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht das Ganze alles da drauf bügeln. Ihr wisst ja dann ungefähr, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht gefällt es mir jetzt auch gar nicht, was ich da jetzt mache. Weil das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern. Weil, wie gesagt, das ist, ich würde es machen, aber meine Batterie hat mir gerade angezeigt. Ich habe eigentlich aufgeladen gehabt, aber irgendwie zeigt er mir an, meine Batterie ist nicht mehr ganz voll. Und nicht, dass das jetzt gleich irgendwie abrupt dann einfach abgeschaltet wird. Das wäre ja auch nicht so toll. Ja, mein Handy ist leider nicht mehr das jüngste. Das ist, der Akku dann auch manchmal wird dann mit der Zeit immer schwächer, ne? So. Jetzt versuchen wir das mal hier so abzumachen. Ja, hier die kleinen gehen immer etwas einfacher, ne? Aber auch da ist auch nicht richtig drauf. Aber jetzt würde ich sagen, bei dem ist das, da ist das nicht ganz so schlimm. Das kann man auch wegzupfen, weil das soll ja so ein bisschen auch rungiger aussehen, aber geht auch nicht so gut. So, ja. Hier ist es schön besser drauf. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich wollte es eigentlich eher so machen, dass es so ein bisschen mit dem Notenpapier verschmilzt, wie bei so einer Serviettentechnik, ne? Aber das ist jetzt hier so ein bisschen schwieriger. Und ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man das jetzt so da drauf bügelt noch hier so. Mal gucken, vielleicht probiere ich das auch noch aus. Hier machen wir es auch direkt mal ab. Ja. So hat man dann jetzt hier auch so die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie rum. Jetzt ist es wieder falsch. So rum, ne? Ja, so, hier ist ja auch ein bisschen Schrift.
Habe ich hoffentlich noch Zeit. Ich probiere mal das jetzt so ein bisschen da drauf zu bügeln. Auf das Papier noch mit drauf. Auf das Notenpapier. Bild. Ja, vielleicht sollte man es doch ein bisschen besser, ordentlicher ausschneiden mit wenig Rand. Deswegen, dann habt ihr auch nicht unbedingt so viel weißen Rand hinterher zu sehen. So, ist ja ein bisschen jetzt spiegelverkehrt. So, ich versuche das jetzt mal, ob das klappt hier, ob das auch drauf gebügelt werden kann auf dieses schon drauf gebügelte. Man müsste eigentlich auch klappen, ne? Warum auch nicht, ne? So, da kann man sehen, das kann man wegschmelzen. Da. Das werde ich wahrscheinlich nachher dann mal in Ruhe machen, dass ich diesen weißen Rand einfach so mal mit dem Bügeleisen wegschmilze. Aber das könnt ihr euch sparen, wenn ihr das einfach vorher abschneidet, ne? Muss man natürlich jetzt hier vorsichtig sein. Sollte es doch wieder etwas länger. Ja. Sollte jetzt nicht ganz so lange dauern. Gut, den Rest werde ich natürlich jetzt dann später noch. Wow, ist voll heiß. Weiter überlegen, wie ich das noch hier drauf gestalte. Aber dann, das wird dann so aussehen, so ähnlich. Ne? Ist klar. Falls das jetzt klappt hier, kann es sein, dass ich dieses komplette Motiv vielleicht hier in die Mitte setze. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde auch noch ein kleines bisschen mit Schrift stempeln, weil das sieht immer bei so Sachen ganz toll aus. Nehme ich den wieder. Das ist eigentlich so die schönste Schrift, die ich habe als Stempel. So, und dann einfach so ein bisschen. Ja, das passt doch auch richtig schön dazu. Das gefällt mir ziemlich gut. Ja, und so kann man, hier habe ich jetzt auch den Rand getroffen. So kann man vielleicht auch so ein bisschen, ja, wäre jetzt ein bisschen zu viel Frickelarbeit, aber ja, doch, das gefällt mir ganz gut, ne? Auch nicht allzu viel, soll so, ja, so reicht schon. So, noch machen wir das noch ab, mal sehen, ob das jetzt hier auch geklappt hat. Nee. Nö, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich guck mal, ob das noch heißer. Meine Batterie wird schon wieder angezeigt. Hoffentlich pausiert das dann nicht. Ich probiere mal, ob ich das noch etwas heißer bügeln kann. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Schade. Nicht so richtig, oder? Nee. Das ist,
hängt hier so ein bisschen, es hält doch ein bisschen hier an dem Rand da, an dem, wo die Blumen anfangen, aber das gefällt mir nicht so gut. Nun ja, da muss ich dann gleich mal gucken, ob ich das noch irgendwie vielleicht ein bisschen abgrungen kann. Das wäre vielleicht noch eine Idee mit Stempelfarbe. Ja, das könnte man vielleicht noch etwas vielleicht dunklere, die ist so. Ja, das könnte man noch so ein bisschen dann abgrungen und den Rand so ein bisschen dunkler machen. Aber da muss ich mal schauen. So, ihr Lieben, bevor mein Handy gleich ausgeht und das Video dann etwas zerstört wäre, höre ich jetzt, glaube ich, mal auf. Ich werde das auf jeden Fall auf Facebook und auf Instagram posten, dann könnt ihr vielleicht das komplette Bild dann sehen, aber das wird jetzt nicht mehr großartig anders aussehen, weil da kommen jetzt hier nur noch die Blumen hin und nochmal der Stempel. Vielleicht werde ich den Rand wegschmelzen, wenn das geht. Und dann wäre das eigentlich nach meinem Geschmack. Ja, so habe ich mir dann doch mein Notenpapier. Ja, das ist halt immer so das Wort, ne? Notenstoff, das sagt man selten, hergestellt, ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet heute zwei Videos sehen wahrscheinlich. Ich hoffe, ich nerv euch dann nicht damit. Ja, und dann sage ich mal einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!